Sie sind hier, 23. Dezember 2018, 8.29 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern Leon Dreiseitel trifft bei der Pleite der Edmonton Oilers Urheberrecht Getty Images. Die Edmonton Oilers kassieren eine herbe Pleite, daran ändert auch ein Tor von Leon Dreiseitel nichts. Derweil feiert Marco Sturm mit den Kings den zweiten Sieg in Serie. Die Edmonton Oilers mit dem deutschen Eishockeystar Leon Dreiseitel haben in der NHL eine herbe Heimniederlage kassiert. Die Kanadier unterlagen gegen Tampa Bay Lightning, Spitzenreiter in der Eastern Conference der nordamerikanischen Profiliga, 3:6. Dreiseitel, 23, erzielte dabei sein 17. Saisontor, Tobias Rieder, 25, ging leer aus. Ex-Bundestrainer Marco Sturm, 40, feierte dagegen als Assistenzcoach der Los Angeles Kings den zweiten Sieg in Serie. Nach dem 4:1 gegen die Winnipeg Jets gewannen die Kings bei den San Jose Sharks mit 3:2 nach Verlängerung. Der Russe Ilja Kowaltschuk erzielte mit seinem zweiten Tor des Tages den Siegtreffer nach 4:28 in der Overtime. Goalie Philipp Grubauer, 27, ließ beim 4:6 seiner Colorado Avalanche bei den Arizona Coyotes 4 von 16 Schüssen auf sein Tor passieren und wurde durch NHL-Debütant Pavel Frenkust ersetzt. Der russische Stammtorwart Semyon Warlamow fehlte erneut krank. Von Sportinformationsdienst.